Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder da in der Dreierrunde dieses Mal. Heute kein Gast. Willkommen zu unserer siebten Folge, glaube ich, mittlerweile, zum Thema Tools in der Online-Lehre und Erfahrungen in der Online-Lehre, die wir gemacht haben und gerne mit allen teilen wollen. Und ja, wir haben uns heute getroffen, um ein bisschen über ja, generell unsere Erfahrungen zu sprechen aus den jetzt fast 2 Semestern, in denen wir jetzt im Online-Modus seit März 2019 sind wir ja mit der ganzen Hochschule praktisch im Online-Modus uns befinden. Und wir haben uns unterhalten und gemerkt, dass es doch ja, einige Dinge gibt, die das, ja, was mit einem so passiert in der Zeit, wie man das auch sieht, dass auch unterschiedliche persönliche Erfahrungen da sind, weil ob man auch unterschiedlich noch präsent an der Hochschule ist, dass es auch mit den Erfahrungen mit den Studierenden im Online-Szenario unterschiedliche Erfahrungen gibt. Und das fanden wir eigentlich ganz gut, als Aufhänger mal auch darüber zu sprechen. Und das wollen wir heute einfach mal in dieser Dreierrunde tun. Und wir würden in Zukunft natürlich vielleicht auch in einer weiteren Folge auch einladen, andere Stimmen zu hören. Also wenn da jemand Interesse daran hat, mal mit uns drüber zu sprechen, wäre das sicherlich auch ein Thema nochmal für die nächste Folge, weil so wie wir wissen, wird uns das Thema Online-Lehre ja noch ein bisschen begleiten. Also definitiv dieses Semester und im nächsten Sommersemester definitiv wird es auch bleiben. Und wir werden auch darüber diskutieren, denke ich heute, ob das nicht auch ein Modell ist für die Zukunft über eine Pandemie hinaus und inwieweit da vielleicht die Online-Lehre und welche Rolle sie spielen kann. Ja, ich würde sagen, wir fangen am Anfang einfach mal an mit so einem Eingangsstatement. Ich weiß nicht, Carsten, möchtest du beginnen? Dann gebe ich das Wort direkt mal an dich ab. Ja, ich kann ja mal gerne. Ich kann ja mal beschreiben, wie ich hier sozusagen unterwegs bin. Also ich würde sagen, ich bin zu 90, 95% in etwa im Homeoffice. Bin also fast gar nicht mehr in der Hochschule. Das hat vielleicht einfach auch damit zu tun, dass ich halt immer schon sozusagen meinen primären Arbeitsplatz, wenn ich irgendwie in Ruhe arbeiten will, den eigentlich zu Hause habe. Bin hier technisch einfach gut ausgestattet. Habe mich jetzt so eingerichtet, dass ich halt diese Online-Lehre von hier aus mache. Und bin deswegen relativ selten im Büro. Und muss sagen, also mir gefällt das im Großen und Ganzen, also rein von der Lehre ganz gut, ja, weil ich mir halt nochmal zusätzlich jetzt auch neue Gedanken gemacht habe, was denn sozusagen die Didaktik angeht. Was setze ich zu welchem Zweck ein? Also welches Tool, über die wir in der Vergangenheit auch schon gesprochen haben, setze ich ein, probiere auch gerne immer mal wieder was Neues aus, und stelle auch fest, dass ich doch so das ein oder andere Erlebnis hatte, wo ich denke, das geht auch wirklich online besser als in Präsenz vor Ort. Da können wir ja vielleicht später nochmal dann im Detail drüber sprechen. Das ist aber so mein Setting und wie ich jetzt gerade diese Online-Lehre so auch von der zeitlichen Verteilung her hier so wahrnehme. Jan, wie sieht das bei dir aus? Bei mir ist es noch viel präsenter. Also die Lehre ist 50-50. Also ich habe die eine Seite mache ich komplett online, einen Kurs und den mache ich von zu Hause online. Den anderen Kurs mache ich hier sowohl in Präsenz als auch online in so einem hybriden Szenario. Da kann ich gleich vielleicht auch noch ein bisschen was zu erzählen, wie das so technisch ganz gut funktioniert und wie wir das machen. Und ansonsten bin ich ja durch meine Stelle hier am Institut für Musik in der Administration von der IT sowieso in der Präsenz auch noch gefordert. Das heißt, ich bin, würde ich sagen, doch immer noch 80% ungefähr in der Hochschule und 20% mache ich von zu Hause. Ja, dann schließe ich den Kreis. Bei mir sieht es so aus, ich bin ungefähr 50% im Büro, wo ich auch jetzt bin, also an der Hochschule. Und die anderen 50% arbeite ich dann von zu Hause. Da habe ich auch ein kleines Büro, mir ja, muss man sagen, eingerichtet, dann auch besser ausgestattet jetzt mit der ganzen Online-Lehre. Also ich habe eigentlich am Anfang von zu Hause eher so Sachen erledigt und wenig Online-Lehre gemacht. Klar, wir hatten auch vorher keine Online-Lehre und dann mit der Umstellung jetzt hab ich dann doch die Ausstattung sozusagen dupliziert. Also ich habe mir zu Beginn hier im Büro alles eingerichtet, also in der Hochschule und dann irgendwie gemerkt, ja, so wenn du jetzt sowieso viel im Homeoffice bist, dann ist es doch manchmal auch ganz praktisch, wenn man dann doch eine Vorlesung von zu Hause machen kann. Und dann habe ich im Prinzip, also dieses Mikro habe ich zu Hause und hier entsprechend habe ich auch einen kleinen Greenscreen, also den habe ich jetzt auch im Einsatz zu Hause, der hängt in meinem Büro auch und ja, mehr ist es eigentlich auch nicht, natürlich eine Webcam. Und ja, da habe ich jetzt die gleiche Ausstattung, das ist, finde ich, sehr komfortabel und ich, wie gesagt, habe auch keine langen Wege zwischen zu Hause und Hochschule, deswegen ich switch da immer auch ganz gerne mal so mittags dann ins Büro zu fahren oder so. Also ich, wie gesagt, 50-50 würde ich sagen. Und ich hatte aber auch Phasen dazwischen, wo ich eigentlich dann auch mal 2 Wochen am Stück zu Hause war.
Und ich muss sagen, da hat es dann irgendwann schon bei mir so ein bisschen gefehlt, auch mal wieder ins Büro zu fahren. Weil also einfach Kollegen zu treffen hier, die man hier sonst ja früher jeden Tag gesehen hat und jetzt dann, wenn man zumindest vor Ort ist, ab und zu nochmal an der Kaffeemaschine über den Weg läuft. Und ich muss auch sagen, zu Hause habe ich die Erfahrung gemacht, zwei Dinge, die mich da manchmal stören. Deswegen gehe ich gerade bei wichtigen Veranstaltungen, wo ich will, dass alles klappt. Das ist eigentlich immer der Fall, aber es gibt manche, wo ich wirklich möchte, dass jetzt nichts unterbrochen wird. Dann sind manchmal die Kinder bei uns zu Hause, die dann irgendwie mittags nach Hause kommen und dann extrem natürlich laut sind, wie Kinder halt sind. Das sind zwei kleine Jungs. Und das ist dann natürlich eine Unterbrechung, die ich in der Regel nicht als störend empfinde, aber manchmal eben. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Ringvorlesung, wo auch Externe dann dabei waren. Und da war es klar, das mache ich nicht zu Hause. Ne? Das sind so Sachen. Und das Zweite, was ich tatsächlich, ich weiß nicht, was eure Erfahrung da ist, aber ich habe zu Hause manchmal Probleme mit meinem Internetanschluss. Woran das liegt, weiß ich nicht. Aber es war schon zu Hause zwei, dreimal der Fall, dass ich dann auf einmal aus der Veranstaltung raus war. Und das hat sich dann nach einer kurzen Zeit wieder gelegt, aber es geht dann schon eine halbe Stunde verloren. Und das ist hier in der Hochschule zum Glück noch nie passiert. Wir haben hier, glaube ich, eine sehr gute Netzwerkinfrastruktur. Also es hat auch ein paar, sagen wir, technische Aspekte, die mich dann manchmal doch erst dazu bewegen, auch wieder in die Hochschule ins Büro zu fahren. Ich hatte ja eben gerade schon gesagt, dass ich heute Morgen gerade so ein paar Internetschwierigkeiten hatte. Das war ansonsten bislang aber immer sehr stabil. Ich habe, glaube ich, noch keine Veranstaltung da irgendwie Probleme gehabt. Ich selbst lebe ja im Gegensatz zu euch beiden ja alleine und das macht schon was mit mir. Dieses, sag ich mal, dieses Online-Lehre, das merke ich schon. Ja, man kommt dadurch, dass man durch auch meine Rolle in dem ELCC, wo wir auch gerade im letzten Semester viel einfach, sagen wir mal, so Problembewältigung und schnell mal was organisieren mussten, dass man irgendwie aus diesem Arbeitsmodus schlecht rauskam. Und das ist natürlich dann in so einer Situation, ja, wenn man im Prinzip hier alleine wohnt, ist das schon nochmal eine besondere, ja, Herausforderung, wo man sich auch wirklich vorschützen muss, ne? Weil ich konnte teilweise sehr schlecht abschalten, war dann irgendwie häufig permanent sozusagen gedanklich bei dieser Krisenbewältigung. Das ist mittlerweile irgendwie schon ein bisschen besser geworden, weil es ja nun auch jetzt sind wir im zweiten Semester. Man muss dann auch wirklich mal die Tür vom Arbeitszimmer irgendwie abschließen, aber das ist, glaube ich, in jeder Branche so. Das ist jetzt nicht nur so bei uns an der Hochschule so. Das ist die grundsätzliche Entscheidung, habe ich mein Arbeitszimmer primär zu Hause oder gehe ich halt irgendwo anders hin, um dann da meinen Job zu irgendwie zu erledigen. Aber Carsten, wie ist das bei dir? Also vermisst du es, im Büro in der Hochschule zu sein? Weil du sagst, du bist ja relativ viel, 95%, hast du ja gesagt, zu Hause. Ist das jetzt so, dass dir das fehlt, in der Hochschule zu sein? Oder sagst du einfach, ich kann eigentlich auch alles, was ich sonst so mache, über diese Online-Tools wie Zoom oder Teams und so weiter gut erledigen? Wie sieht das bei dir aus? Also ich würde sagen, ich kann das gut erledigen. Ich hatte neulich mal in so einem Interview gesagt, dass ich beispielsweise mit den Mitarbeitenden im ELCC habe ich noch nie so gut zusammengearbeitet wie vor der Krise. Ja, das hat einfach damit zu tun, wir sitzen eh verteilt. Ja, jetzt sitzen wir alle im Homeoffice, haben halt das Teams eingeführt mit Beginn der Krise. Und da ist schon eine, sage ich mal, viel einfachere Kollaboration möglich und Abstimmung. Dass man mal schnell sagt, oh komm, lass uns mal ganz schnell kurz treffen hier, auch per Bild dann. Ja, das geht schon irgendwie sehr gut. Das hatten wir vorher nicht so etabliert. Ja, und sodass mir das vor dem Hintergrund gar nicht so fehlt. Klar, was irgendwie so ein bisschen fehlt, ist so, ich bin ja auch, wenn ich am Campus bin, laufe ich auch viel rum. Renne von einer Besprechung zur nächsten, in Hörsaal wieder zu einer Besprechung, ja, und das fällt irgendwie so weg, ne? Man taktet sich ja dann die Termine schon so, okay, ne? Eine Besprechung, Konferenz geht bis 10.59 Uhr, wir haben uns eben um 11 Uhr verabredet, dann geht es fast nahtlos über in die nächste, das geht euch sicherlich genauso, also sagen wir mal dieses Abschalten, dann vielleicht auch nochmal mit so ein bisschen, ich sag mal, Kaffeegespräch, was du auch gerade andeutest, so in der Teeküche führt, das fällt schon weg. Ja, ich bin in meiner Teeküche alleine. Ne? Das ist ganz interessant, dieses Phänomen, dass man dann doch am Tag durch diese Online-Meetings doch mehr Meetings macht, weil man einfach diese Zeit dazwischen nicht hat. Ne? Normalerweise würdest du ja, wenn du den Raum oder das Gebäude wechseln musst oder Westerberg hast oder so weiter, da hast du ja Zeit dazwischen, wo du abschalten kannst. Jetzt ist es tatsächlich so, das habe ich auch gemerkt, an manchen Tagen, hast du durchgehend Zoom-Meetings, weil du eigentlich, wie du sagst, 10.59 Uhr, 11 Uhr das nächste, du machst einfach nur Klick, Klick, bist dann drin. Das Gleiche gilt für Lehrveranstaltungen. Ich habe da
muss ich sagen, jetzt auch, ja, es ist überhaupt kein Problem, die hintereinander zu schalten. Natürlich ist es jetzt organisatorisch kein Problem, aber es macht schon was mit einem. Ich finde, wenn man den ganzen Tag diese Meetings hat, irgendwann am Ende bin ich so platt am Ende des Tages. Und ja, das ist auf der einen Seite effizienter, auf der anderen Seite aber auch anstrengender aus meiner Sicht. Definitiv. Also eine Folge war, dass ich im Sommer beim Augenarzt war, weil ich das Gefühl hatte, meine Augen haben ganz deutlich gelitten. Das andere ist, dass ich mich wirklich zwingen musste, mal den Rechner auszumachen. Ja, hatte einen guten Sommer. Ich war halt viel draußen. Ich lebe ja hier relativ naturnah. Ich habe noch nie so viele Radkilometer gedreht wie dieses Jahr. Einfach aus Schutz vor dieser, vor diesem... Das hast du ja auch bewiesen. Permanent arbeiten, ne? Ich habe auch in diesem Jahr mal endlich mal wieder mein Laufziel erreicht. Habe ich auch seit 5 Jahren nicht mehr erreicht. Also es war tatsächlich... Der Ausgleich ist notwendig, ja. Aber ich glaube, für mich ist das auch genau der Grund, warum ich auch gerne noch Lehre in Präsenz mache und auch hier vor Ort bin. Also ich finde online auch gut, aber ich finde nur online auch nicht gut. Also und ich finde auch viele Techniken, auch die wir hier besprochen haben, die online funktionieren, die funktionieren auch hervorragend in der Präsenz. Das finde ich halt auch ganz spannend. Also sei es kleine Abstimmungen, selbst ein Zoom-Meeting habe ich schon in Präsenz gemacht, um den Beamer zu ersetzen, weil die Studierenden einfach dann, die haben ja bei mir Rechner alle vor sich und die können auf dem Rechner viel genauer gucken, was ich mache, als wenn sie vorne versuchen, auf dem Beamer was zu gucken. Das heißt, teilweise machen die jetzt sogar ein Zoom-Meeting in Präsenz, um meinen Bildschirm zu sehen. Das ist innovativ, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber also mir ist auch schon mal in den Sinn gekommen, dass es an sich ein Vorteil der Online-Lehre ist, dass die den Bildschirm direkt auf, also meinen Bildschirm direkt auf ihrem Bildschirm sehen. Ne? Und das ist ja immer das Problem in großen Hörsälen, Beamer, seht ihr alles, ist die Schrift zu klein, oder das fällt komplett weg. Man sieht alles und man kann es gut nachvollziehen. Und jetzt diese Idee zu sagen, wir machen das in der Vorlesung genauso, weil die Rechner dabei haben, finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Und das klappt bei dir gut? Also ihr habt dann tatsächlich auch keinen Beamer an oder Doch, machst ich du beides? Beamer auch noch an. Also das verrückteste Szenario war einmal, dass wir jemand, also ich bin ja hier im Tonstudio, es geht dann auch um Audiotechnik. Da ist es auch schon wichtig, eigentlich hier zu sein, weil es ja da um Hören geht. Also da braucht man eine gute Anlage, irgendwie gute Boxen. Wir wollen ja irgendwie akustische Phänomene auch besprechen irgendwie und auch Effekte besprechen. Und wenn man dann das über den Laptop-Lautsprecher hört, dann da geht zu viel verloren. Darum ist es gut, wenn sie da sind oder eben, wenn sie zu Hause sind, irgendwie gute Kopfhörer aufhaben, dass sie auch was wahrnehmen. Und teilweise haben sie die Software aber auch nicht zu Hause und wir haben schon Referate gemacht, wo der Student meinen Rechner über Zoom ferngesteuert hat und sich dann Logic benutzt hat, ich das hier auf den Beamer gebracht habe, sodass die Studierenden das sehen konnten und eben alle per Zoom zugucken konnten, wie der Student meinen Rechner fernbedient hat. Und das hat fürs Referat super funktioniert. Also, ihr reizt es aus. Das war jetzt ein Einsatz von, sagen wir mal, es wird überall über hybride Lehre geredet, also ein Teil der Studierenden sitzt vor Ort, ein Teil der Studierenden ist dann irgendwie außerhäusig. Genau. Okay. Genau, also es sind ja auch kleine Kurse sowieso, das ist ja so ein praktisches Ding, da sind maximal sowieso 8 Leute, weil wir 8 Arbeitsplätze ja haben. Mehr können gar nicht in diesem Kurs teilnehmen. Und von diesen 8, weil es auch in diesem Raum hier zu eng ist, ich darf nicht alle 8 hier reinlassen. Ist die Hälfte dann zu Hause und macht das, guckt per Zoom zu und die andere Hälfte ist eben vor Ort und ich mache dann so Breakout-Rooms auch, sodass wir dann immer ein Online-Pärchen und ein Präsenz-Pärchen bilden und der Präsenz-Student gibt seinen Rechner dann frei und die können dann zusammen, bei uns ist ja die Software Logic, also eine Digital Audio Workstation, die können dann zusammen in Logic arbeiten. Er kann sogar, wenn das freigegeben ist, den Rechner fernsteuern. Das heißt, die können wirklich am gleichen akustischen Projekt arbeiten, in Teamwork, aber eben verteilt. Das funktioniert hervorragend. Und auch in den Zoom-Sessions, das haben wir dieses Semester auch das erste Mal ausprobiert, dass halt auch wirklich jeder in dem Breakout-Room seinen Bildschirm nochmal teilen kann und auch freigeben kann. Also das ist quasi... Zumindest mit 8 Leuten, also 4 Breakout-Rooms, ich weiß nicht, ob das bei größeren Veranstaltungen vielleicht auch noch Probleme geben würde, aber da funktioniert es auf jeden Fall.
Was man da natürlich auch jetzt, ich denke immer an die Zeit danach der Pandemie. Ich hatte auch schon überlegt, dass man diese Zoom-Sessions einfach in jeder Vorlesung, wenn ich jetzt an so 120 Leute Vorlesungen im großen Saal denke, ich weiß ja, da sind immer einige nicht vor Ort, weil sie vielleicht auch andere Verpflichtungen zu Hause haben oder sowas, ne? Und dass man denen einfach auch dann eine Möglichkeit gibt, wie du schon so eine Hybrid-Geschichte mit Bildschirm teilen oder dann eben Zoom-Meeting auf meinem Laptop vorne, dass ich dann sozusagen auch denen ermögliche, die nicht präsent sein können, einfach teilzunehmen. Das ist, finde ich, auf jeden Fall etwas, was also ich für mich schon entschieden habe, was ich probieren möchte, wenn wir wieder Präsenz machen. Und ich habe auch für mich entschieden, dass ich in manchen Modulen es so mache, dass ich, wenn ich so zwei Sitzungen in der Woche typischerweise habe bei viel SWS, dass man einen Teil sozusagen präsent macht und den anderen online, weil wir viel Gruppenarbeit machen bei mir. Und ich finde gerade solche Gruppenarbeitstermine, wo ich mich individuell dann auch mit den Gruppen treffe, die kann man so effizient online machen. Also da ist es ja dann überhaupt nicht notwendig, dass man sich trifft, erstmal diese Anfahrtswege nimmt. Und selbst wenn man sagt, die sind nur unten in der Mensa und ich bin hier oben im Schmied im Hohne, das ist ja auch ein Weg von 10 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das ist ja, selbst dann ist das schon ein Vorteil, aber oft sind sie ja gar nicht an der Hochschule. Und oft habe ich so diese Freitagstermine, wo auch nicht so gerne, zumindest ohne Studierende, nicht so gerne hier hinkommen, weil die im Prinzip irgendwie so im Kopf haben, freitags ist keine Präsenz hier, es ist eigentlich nicht richtig, aber es ist einfach irgendwie so bei denen im Kopf. Und die sind dann oft nicht da und sind dann Donnerstagabend schon weg. Und dann kann ich die Freitagstermine voll ausnutzen und sagen, ja gut, wir machen dann freitags das Ganze von zu Hause. Das ist einfach. Und für manche Sachen, Carsten, da stimme ich dir voll zu, ist es sogar besser online. Also wie gesagt, Coding-Sessions, wenn ich mit denen im Code was mache, ne? Die entwickeln bei mir so kleine Webprojekte, die können mir den Bildschirm freigeben, zeigen mir direkt, wo das Problem liegt. Ich kann den Bildschirm von denen übernehmen. Ich kann sowieso live mit denen kollaborieren. Es funktioniert online wirklich besser als in Präsenz. Ne? Das ist tatsächlich. Also ich bin hier gerade in meinem Veranstaltungssetting aus dem letzten Semester, Veranstaltung Algorithmen, Datenstrukturen, ist halt eine klassische theoretische Vorlesung und im praktischen Teil gibt es halt eine Programmierübung dazu. Mhm. Und das ist etwas, wo ich schon sage, das ist online einfach besser. Ne? Ja. Weil da gebe ich dann im Prinzip immer so kleine Programmierprojekte raus, wie du es auch gerade gesagt hast. Und typischerweise ist das natürlich dann bei uns in einem Rechnerraum, da sitzen dann, weiß ich, 15 oder 20 Leute. Ja, man hetzt sich ab, rennt rum, um jeden irgendwie bedienen zu können. Oder wenn sie dann zu zweit, zu dritt vorm Rechner sitzen, möchte man sich schon mal mit jeder Gruppe zusammensetzen. Mhm. Guckt dann sozusagen über die Schulter auf den Bildschirm drauf. Und da muss ich sagen, ich finde das Online-Setting einfach besser. Ja, wir haben was gemacht. Ja. Ich habe gesagt, so, ich führe noch im Prinzip GitLab ein. Ihr entwickelt euer Projekt in GitLab, ihr teilt das mit mir, ja, einfach um da auch mit reingucken zu können, dann quasi zur Abgabe. Da gibt es immer so kleine Meilensteine, die halt erledigen müssen. Und in der Besprechung machen wir es so, ja, wir treffen uns in einer kleinen Gruppe, da sitzen jetzt nicht dann die anderen, ich sag mal 17, die dann vielleicht gerade warten, weil ich bei einer anderen Gruppe bin, sondern ich kann dann individuelle Termine vereinbaren, ja, ich sag mal so in 10, 15 Minuten Takt. Das ist vielleicht dann für meine Terminierung nochmal so ein bisschen unangenehmer, aber letztendlich für die Studierenden ist es aus meiner Sicht ein besserer Service. Ne? Ich veröffentliche im Prinzip einen Terminkalender, können sie sich selbst eintragen und dann treffe ich mich mit dem in so einem Zoom-Meeting. Ja, es wird der Bildschirm geteilt und dann wird ganz genau am Code, wird einmal drüber gegangen, wird gesprochen. Finde ich besser als in Präsenz, muss ich ganz klar sagen. Und das sehe ich für mich auch zukünftig so. Genau, das ist ja, ich habe ja im Prinzip auch noch so einen Kurs. Ich habe ja Medientechnik, wo wir auch HTML in Grundzügen machen. Und auch den mache ich auch komplett online. Und da bin ich auch voll eurer Meinung. Also da ist es genau so. Ich finde es sogar auch gut, wenn man sich den Code anguckt, den freizuschalten, weil oft ja die gleichen Fragen bei vielen sind. Und wenn man das dann bei einem mal klärt und die anderen auch zugucken, was der jetzt für Probleme hat, dann sind schon wieder 5 Leute, die das gleiche Problem haben, die dann nicht mehr fragen müssen. Das ist auch viel praktischer, finde ich. Ja, und was auch richtig praktisch ist, die Aufzeichnungsmöglichkeit. Also das ist, finde ich, ein richtiger Mehrwert nochmal. Also das ist einfach wieder auf Knopfdruck, zack, so wie jetzt auch, wir zeichnen auf, mache ich in jeder Vorlesung, dann brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen und ich kriege auch nachher dann weniger, also ich kann in der Folgesitzung oft dann die Wiederholung, die ich normalerweise machen würde zu bestimmten technischen Themen, wo dann nochmal Fragen aufkommen sind, da wissen die direkt, da brauchen sie gar nicht, da können sie nämlich direkt in das Video gucken, weil da haben wir es ja dann nochmal live gemacht. Das ist einfach, ja, auch super online. Also das ist auch definitiv ein Vorteil. Genau, auch für die Referate der Studierenden, also zum Beispiel in diesen Hybrid-Sessions habe ich dann auch Aufnahme gedrückt natürlich und dann können die sich auch die Referate, wir haben da zum Beispiel zu Audio-Effekten, eine zu Kompressor, Equalizer, Flanger, Chorus, keine Ahnung, sie haben jeweils so kleine Referate gemacht, die haben die jetzt dann
online zur Verfügung und können sich das einfach alle nochmal wieder angucken. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr praktisch und das ist ja für mich ohne Aufwand. Nutzt du da auch Opencast oder wie machst du es? Also ich habe jetzt für die Vorlesung mal Opencast probiert, weil ich die jetzt ungeschnitten und so weiter nicht bei YouTube, und da sind ja auch die Studierenden zu sehen. Ich habe mit denen vorher so eine Erklärung unterzeichnet, dass das für die okay ist und da muss ich nichts schneiden, kannst bei Opencast veröffentlichen. Wie machst du das? Genau, ich mache es auch bei Opencast. Teilweise aber auch noch zusätzlich bei Netcase. Ich bin immer noch ein bisschen da auch hängen geblieben, weil ich das schön einfach finde. Ne? Also wenn man das schön runterkomprimiert, geht es sogar auch mit dem Netcase-Player, obwohl der ja eigentlich nicht dafür ausgelegt ist. Ist es dann noch weniger Aufwand. Und die Studierenden haben das dann direkt sogar auf dem Rechner, was ich auch praktisch finde. Also ich zeichne auch auf. Ich veröffentliche es nach wie vor bei YouTube, allerdings nicht öffentlich, ist halt nicht gelistet. Den Link kriegen dann nur die Studierenden und ich finde es auch wahnsinnig bequem. Ich würde vielleicht gleich ganz gerne nochmal was zu dem aktuellen Konzept sagen, was ich in diesem Semester mache, das ist meine Veranstaltung Theoretische Informatik, wo ich ja schon seit Jahren immer mit Videos arbeite. Mhm. Weil du das gerade sagtest, ihr stellt die Videos bereit und die Wiederholung, die man üblicherweise macht, kann man sich ersparen, weil es ist halt da. Und das ist ja sozusagen dieses Inverted Classroom-Konzept, ist dann ja sozusagen der nächste Schritt, dass man nämlich alles auf Video hat und dann einfach diese frei gewordene Zeit nutzen kann. Ne? Und das ist meine aktuelle Veranstaltung, wo ich dann eigentlich diese Zoom-Meetings nur mache für Interaktion, also Diskussion mit den Studierenden, beziehungsweise was ich immer mache, weil es ein anspruchsvolles Thema ist, ich führe immer, sage ich mal so, die Ideen eher so intuitiv ein, damit sie sich dann quasi selbstständig dann irgendwie anhand der Video und des Skriptes halt irgendwie da weiter fortbilden können, um dann halt sozusagen in der nächsten Sitzung wieder auf Fragen einzugehen, beziehungsweise Übungen mit denen zu machen. Ne? Da will ich auch hin. Ich bin noch nicht da, muss ich sagen. Ich habe gemerkt, am Anfang des Semesters, da hatte ich so ein bisschen was vorbereitet, da lief das gut. Und jetzt mit Ende des Semesters, wo ich noch nicht alles auf Video habe, da falle ich wieder teilweise auch in diese Vortrags-, also wo ich dann alles nochmal erzähle. Aber das Gute ist, dadurch, dass ich es ja jetzt aufnehme, habe ich es im nächsten Semester dann auch aufgezeichnet. Ne? Das ist dann, also man produziert gleichzeitig das Material für die nächste Runde. Und von daher, ich will eigentlich auch genau dahin, was du sagst. Vorträge online, ich halte das für so sinnlos. Und das habe ich auch gemerkt, dass da wurde es mir noch viel stärker gespiegelt, obwohl das kein Unterschied ist, ob ich das in Präsenz mache oder online. Aber in Präsenz fühlt sich irgendwie das viel natürlicher an, dass man vor Leuten was erzählt. So, das ist irgendwie noch irgendwie natürlicher. Und online habe ich dann gemerkt, wie schwachsinnig das ist, dass wir uns online zu einer bestimmten Uhrzeit treffen und dass ich denen da frontal was erzähle, was ich genauso gut am Abend vorher aufnehmen könnte und denen sagen könnte, guckt es euch in der nächsten Woche an, irgendwann, wann ihr Zeit habt. Ne? Und wir machen in der Präsenzsitzung eigentlich was viel Sinnvolleres, wie du sagst, Interaktion, Diskussion, Arbeit an der Fallstudie oder sowas, also dass es da wirklich interaktiv zugeht. Das ist, finde ich, jetzt für mich nochmal ein Ruck gewesen durch die Online-Lehre, wo mir das noch viel klarer geworden ist, dass es totaler Schwachsinn ist. Und das ist aber auch die Erfahrung, die ich auch jetzt in Präsenz und in Hybrid gemacht habe, dass diese Techniken, die man jetzt, zum Beispiel Mentimeter, habe ich jetzt auch schon oft in Präsenz auch noch eingesetzt, zusätzlich, also auch in diesen hybriden Sitzungen. Oder in irgendeinem Kollaborationsdokument, gibt es ja auch jetzt verschiedene Möglichkeiten, dass man zusammen an einem Dokument arbeitet. Aber das auch nicht nur online, sondern in Präsenz. Und das finde ich eigentlich für mich jetzt den riesen Mehrwert, dass ich diese Tools jetzt auch durch unsere Gespräche, die wir haben, ich kannte auch nicht alles, Miro zum Beispiel kannte ich vorher auch nicht, jetzt nicht nur online nutzen kann, sondern auch in der Präsenz und die Präsenzlehre dadurch nochmal viel interaktiver mache. Das finde ich super. Und das ist für mich eigentlich die Zukunft. Weil ich nur online, also es ist auch für die Studierenden ja richtig schwierig. Also die Erstsemester, die online komplett in das Semester starten, die tun mir wirklich leid, die einfach gar keine Kontakte mehr bekommen. Und die haben Gott sei Dank bei uns noch das Glück, dass wir ja noch viel Präsenz haben. Also Instrumentalunterricht ist jetzt wieder komplett in die Präsenz gerutscht. Das ist ja auch Einzelunterricht, das ist auch noch einfacher zu argumentieren. Und solche praktischen Kurse wie bei mir Audiotechnik können eben auch noch in diesem hybriden Szenario laufen. Das heißt, die haben Gott sei Dank noch ein bisschen Kontakt, aber ich glaube, bei euch die Erstsemester, die sind teilweise komplett online gestartet, oder? Wie ist es bei denen? Also wir sind punktuell mit kleineren Präsenzveranstaltungen gestartet, über den ganzen Studiengang hinweg, nicht nur fürs Erstsemester. Das ist aber, soweit ich weiß, jetzt auch wieder komplett eingestellt, ne? Aufgrund der letzten Verordnung da. Das ist natürlich schade, weil gerade
Ich glaube, das ist sehr, ich sag mal, demotivierend mit Blick auf das gesamte Studium. Wenn ich merke, ich muss eh alles irgendwie alleine zu Hause machen. Ich merke es in der eigenen Familie. Ja, meine Tochter hat angefangen zu studieren. Da glaube ich schon, dass sie auch darunter leidet, sozusagen einfach mit anderen Studierenden in Kontakt zu kommen. Weil es ist ja, das Studium ist ja mehr als einfach nur sich fachlich irgendwie weiter zu qualifizieren. Genau. Ja, das ist ja im Prinzip ein neuer Lebensabschnitt, den man beginnt. Und da findet das natürlich nicht in der Form statt, wie es eigentlich stattfinden sollte. Ja, und das ist sicherlich ein großes Problem. Sicher auch. Ja, ist bei uns, glaube ich, genauso. Wir sind auch gestartet, wollten so in kleinen Gruppen den Erstsemestern das ermöglichen, aber ich glaube, dass mittlerweile ist das eben auch nicht mehr möglich. Ne? Das ist, ja. Aber ich glaube, die hatten zumindest mal Kontakt zur Hochschule, auch physisch, also zu Beginn. Und ich hoffe, dass das dann jetzt auch in Zukunft wieder möglich sein wird. Aber Jan, was du gerade sagtest, mit dieser, auch in Präsenz, diese ganzen Tools zu nutzen, ich finde das auch, gerade bei jetzt zum Beispiel Miro, das ist jetzt so ein Beispiel, wo früher, also vor der Pandemie, da hat man ja auch, also ich habe ab und zu mal mit einem Flipchart gearbeitet auch oder mit so einem Whiteboard und so weiter und ich stelle mir jetzt schon die Frage, ob ich das nicht auch gleich in Präsenz dann direkt in Miro machen würde. Einfach aus dem Grund, dass es aus meiner Sicht erstmal viel flexibler ist. Man kann viel schneller Sachen wieder wegschmeißen und anders anordnen, weil das ist einfacher als in der physischen Welt. Und wenn es am Beamer ist, fühlt sich das ja auch so ähnlich an, als wäre da so eine Art Whiteboard oder Pinnwand. Und das Zweite, vielleicht sogar noch wichtiger, ist, dass man es direkt dokumentiert hat digital und man kann es digital dann auch ja, als Hochglanz-PDF abspeichern dauerhaft. Es ist also diese ganzen Abfotografieren-Orgien, die fallen weg. Und auch so eine abfotografierte Geschichte ist ja dann auch nicht mehr veränderbar. Ne? Also ich kann dann ja nicht hingehen und sagen, schau mal, jetzt ändern wir doch mal eine Struktur, wenn wir das immer weiterentwickeln wollen. Dann müssen wir jedes Mal dieses Ding da stehen lassen und hoffen, dass das keiner wegnimmt. Und das fällt alles weg. Also das ist, ja, aus meiner Sicht, ich habe da auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die auch viel mit solchen Werkzeugen arbeiten, die sehen das ähnlich. Also sie sagen auch ja eigentlich diese ganze, wir haben ja jetzt schon so ein Hybridmodell, so ein physisches, digitales Whiteboard, kennt ihr vielleicht, ne? Die sind schon noch physisch. Ja. Man schreibt da drauf, aber sie können das auch digital speichern, aber ja. Auch die sind eigentlich komplett überflüssig dann. Ne? Also wofür brauche ich die dann noch, wenn ich das, ja. Da ist meine Lösung iPad und OneNote. Oder halt ein anderes Tablet, ja, mit OneNote, da habe ich immer schon meine Veranstaltung drauf geschrieben, ja. Weil es, und das auch direkt live mit den Studierenden geteilt, die konnten sozusagen in der Veranstaltung sitzen mit ihrem eigenen Rechner und konnten sehen, wie ich da irgendwie vorne was hinschreibe. Das mache ich schon, ich entwickle dann schon manche Sachen sozusagen handschriftlich, aber halt auf einem digitalen Gerät und das finde ich eigentlich, ich brauche da im Prinzip kein Whiteboard, ja? Finde ich, also würde ich absolut unterstreichen, genau dieser Aspekt der Dokumentation. Ja. Was natürlich wegfällt, ist, dass man die Studierenden auch mal nach vorne bringt und sagt, jetzt steht mal auf, kommt mal nach vorne, bewegt euch mal ein bisschen, präsentiert mal vorne. Das kann man natürlich trotzdem machen, aber die könnten theoretisch von ihrem Arbeitsplatz da sitzen bleiben und schön die Whiteboards bestücken. Wobei das natürlich auch wieder ein Vorteil ist, weil das dann auch welche könnten, die gar nicht präsent sind. Ne? Also die können auch an der Interaktion da teilnehmen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ein Problem sehe ich noch so ein bisschen, um das jetzt stärker in die Breite zu bringen, ist so diese Affinität von uns als Lehrpersonen, im Umgang mit diesen verschiedenen Tools, die dann vielleicht auch während einer Veranstaltung zum Einsatz kommen. Ne? Also das denke ich, das ist sowohl online als auch in Präsenz. Wenn ich jetzt mehrere Tools, du hast jetzt Miro gerade genannt, Jan, oder Mentimeter, ja, wenn ich das alles irgendwie parallel bedienen will, ja, und dann auch noch irgendwie so, dass es irgendwie flüssig sich für die Schienen anfühlt, da finde ich, ist man schon so auch nicht nur derjenige, der halt den Fachinhalt irgendwie vermittelt, sondern der auch diese ganze Regie irgendwie machen muss. Und das ist, glaube ich, nochmal irgendwie eine Kompetenz. Ich glaube, wir drei haben alle irgendwie Spaß daran. Ja, aber das würde ich nicht bei jedem Lehrenden, auch aus guten Gründen, nicht so sehen. Ne? Ja. Glaubst du denn, oder Entschuldigung, Jan. Ich wollte noch dazu sagen, dass wir, glaube ich, auch alle in der Luxusposition sind, dass wir alle technikaffine Themen haben. Also und ich auch noch in einem Raum sitze, wo die Studierenden alle einen Rechner vor sich haben oder die andere Hälfte noch einen Laptop dabei hat. Das hat man natürlich in anderen Vorlesungen auch nicht. Ja. Das muss man vielleicht auch bedenken für das breite Aufbau. Da bin ich jetzt mal ganz ketzerisch. Also wir reden davon, dass, sage ich mal, unsere Studierenden in gewisser Weise eine gewisse Medienkompetenz, Digitalkompetenz oder Affinität entwickeln sollen, weil das einfach so Future Skills sind. Ja, und da könnte ich natürlich auch die Frage stellen, ja, wie sieht es denn dann mit der digitalen Affinität oder der Medienkompetenz seitens der Lehrpersonen aus? Ja, das ist, glaube ich, schon ein Thema, was man in zukünftigen Berufungsverfahren irgendwie mit berücksichtigen muss. Ich würde
ich würde es eigentlich heute als selbstverständlich ansehen, dass ich da eine gewisse Grundkompetenz habe und auch willens bin, mich da weiterzuentwickeln. Ja, wir haben jetzt, ich bin in zwei Buchungskommissionen und da legen wir schon Wert darauf. Also da wird schon jetzt durch diese Erfahrung gerade auch immer gefragt, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie schon mal ein Video gemacht? Was ist Ihre Einstellung zur Online-Lehre? Wie würden Sie das sehen? Was ist gut, was ist schlecht? Und das wird schon gefragt und wir legen da schon auch einen Blick mit drauf. Ich weiß jetzt nicht, was davon am Ende wirklich ein Entscheidungskriterium sein wird. Da sind wir noch nicht, aber ich wäre auch genau bei dir. Und die Frage, die ich jetzt noch stellen wollte, ist so in die Zukunft gerichtet. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, die Pandemie wäre vorbei, was glaubt ihr, wie viel bleibt denn davon? Also wir sind ja jetzt hier vielleicht so in so einer kleinen Blase und wir sind alle begeistert und wollen das weitermachen. Ich weiß aber auch, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die das vielleicht gar nicht so sehen und sagen, ich freue mich schon, wenn ich endlich wieder in meinen alten Modus zurück kann und ich will davon nichts mehr hören, von diesem ganzen Online-Zeug. Also was glaubt ihr, wie viel Prozent von dem bleibt? Oder sind wir hier wirklich in der Blase? Oder habt ihr das Gefühl, dass es schon einen großen Ruck gibt? Oder glaubt ihr eher, dass wir zu der Normalität von vor der Pandemie ganz schnell wieder zurückkehren werden und alles zurückgedreht wird? Also das wäre so ein bisschen meine Angst, die ich habe, weil das will ich eigentlich auf gar keinen Fall. Ich meine, das kann ja jeder für sich persönlich entscheiden, aber es ist natürlich was anderes, wenn da viele mitmachen und das Momentum aufrechterhalten wird und sich auch weiterhin viel entwickelt, als wenn man merkt, okay, es nutzt eigentlich keiner mehr und es werden vielleicht sogar wieder Tools und Dinge, die man jetzt hat, rückgebaut. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Ich hätte da eine Vermutung. Weiß nicht, ihr kennt vielleicht den Gartner-Hype-Cycle. Diese Kurve? Ja, klar. Wo es erst so steil hochgeht, ja, und dann fällt es ganz doll wieder nach unten. Ja, und dann das Tal der Ernüchterung. Genau, das Tal der Ernüchterung, dann geht es dann langsam wieder hoch. Ich glaube schon, dass das so eine Kurve von eben wird. Also sagen wir so, das wo ist sind jetzt, wir denn da jetzt dann? Wir sind jetzt oben auf dem am Peak. Okay. Würde ich sagen. Ja, aber nicht, weil wir es alle wollen, sondern weil wir es müssen. Mhm. Ja, und ich glaube schon, dass das ganz deutlich nach unten gehen wird, wenn dann die Lehre vor Ort wieder möglich sein wird. Ein paar werden es weitermachen. Ja, wir selbst ja in Teilen. Aber ich glaube schon, das Ganze wird irgendwie kommen. Ja, wie lange das dann dauert. Also ich glaube, man muss das zeitlich sehen. Also ich würde sagen, in so ein paar Jahren werden wir dann vielleicht wieder bei so einem Peak sein. Nicht so in dem Maße, wie wir es jetzt sind, aber auch nicht wieder ganz runtergefahren sein. Also ich glaube, es wird erst nach unten gehen, weil wir uns alle freuen, vor Ort mit den Studierenden zu treffen. Ja, und dann wird es aber nach und nach, wird sich der Jan erinnern, ach Mensch, das war doch damals mit dem Miro so toll. Ja, glaube ich. Also das ist meine Einschätzung. Aber über den zeitlichen Horizont vermag ich nicht abzuschätzen. Aber ich glaube auch, dass es abfallen wird, aber ich bin mir... Also meine Vermutung wäre, dass es nicht auf Null fällt. Ganz, ganz bestimmt nicht. Ich glaube auch, dass die Studierenden viele das schätzen gelernt haben. Das sind auch meine Rückmeldungen, dass sie auch froh darüber sind, dass also auf der nicht jetzt auf der sozialen Ebene, sondern eher auf der inhaltsvermittelnden Ebene, dass man eben so zusammenarbeiten kann, dass man Sachen sich nochmal angucken kann, dass man nicht unbedingt Präsenz da sein muss, aber trotzdem teilnehmen kann, obwohl man vielleicht jetzt gerade woanders sitzt und keine Zeit hat oder wie auch immer. Das sind ja viele, viele Vorteile, die auch die Studierenden gar nicht mehr missen wollen. Und ich glaube, das wird zurückfallen, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal so eine Zahl sagen müsste, würde ich mir erhoffen, sagen wir mal auf 50% oder so. Hm. Ja, ich habe da auch so ähnlich wie du, Jan, also ich glaube, es geht natürlich zurück, weil natürlich wird der Online-Anteil einfach dadurch zurückgehen, dass wir auch wieder Präsenz machen wollen. Aber ich glaube, nicht nur in der Lehre ist es so, dass viele das jetzt schätzen gelernt haben. Du hast auch eben gesagt, Carsten, Zusammenarbeit mit dem ELCC hat noch nie besser geklappt. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht mit einem Mitarbeiter, den ich hier habe, aber auch mit Studierenden in Projekten, wo man jetzt nicht die klassische Lehrveranstaltung jede Woche hat, sondern wo wir auch so Projektmeetings machen. Und wir haben ja hier das Campusbier-Projekt, wo wir mittlerweile auch mit 20 Leuten normalerweise also uns immer treffen und in den Jofix digital, den haben wir übrigens gleich heute um 1. Das sind Sachen, da haben wir uns auch im Team schon relativ klar abgestimmt, das werden wir immer so beibehalten wollen, weil das ist in Präsenz, klar, man kann einmal im Monat sich trotzdem physisch treffen oder vielleicht auch weniger, aber dieses wöchentliche kurze Abstimmen, das man da machen kann, das ist einfach so wertvoll und ich glaube, dass das auch in anderen Ebenen auf der Zusammenarbeit, wenn ich jetzt daran denke, Studiengangsmeetings haben wir auch schon gesagt, Mensch, das machen wir ab jetzt immer so, dass wir auf jeden Fall diese Zoom-Option haben, für die, die dann sagen, sie können nicht da sein, dass die trotzdem teilnehmen können, all solche Dinge, die werden beibehalten werden. Ich glaube, das wird schon nicht, es wird abflachen, aber nicht im Sinne von, weil keiner da Bock drauf hat, sondern weil einfach die gesunde Mischung eine andere ist, die wir eigentlich wollen. Also wie du schon sagst, wir müssen jetzt, deswegen sind wir auf dem Peak. Da, wo wir eigentlich alle hinwollen, wäre eher so eine Mischung, würde ich jetzt behaupten. Best of both worlds. Und ich glaube, da das wird relativ schnell sich da einpendeln.
Sehe ich auch so. Also ich habe noch ein Beispiel. Ich habe einen Lehrauftrag bei uns in der WISO-Fakultät in diesem Studiengang Hochschulwissenschaftsmanagement. Das ist ja ein Weiterbildungsstudiengang. Und da habe ich die Veranstaltungen, die finden dann typischerweise immer an einem Wochenende statt, so Freitag, Samstag, dann so 2 8-Stunden-Blöcke. Die habe ich in diesem Semester komplett online gemacht. War auch wirklich gut, hat gut geklappt. Habe mir da nochmal viele Gedanken zur Didaktik gemacht. Die Rückmeldung der Teilnehmenden war auch gut. Und da war dann auch in der Evaluation die Frage, ja, wie soll das denn zukünftig aussehen? Und die waren eigentlich sehr dankbar dafür, das, was online gemacht haben, weil es schon ein Studiengang ist mit einem Einzugsgebiet aus ganz Deutschland. Das heißt, die müssen nicht reisen. Und das sehen die schon, dass sie das viel besser dann sozusagen in ihre alltägliche Lebenssituation im Bereich der Weiterbildung integrieren können. Das ist nochmal eine andere Situation als jetzt, sagen wir mal, so der klassische Gedanke, wir haben Bachelor-Master-Studienprogramme, die hier in Präsenz vor Ort laufen. Also ich glaube, in dem Bereich, das war ich auch nochmal zunehmend Einzug halten, haben wir ja einige Studiengänge bei uns im Bereich der Weiterbildung. Nicht viele, aber auch nicht ganz Ja, in anderen. und ich glaube, überall da, wo man tatsächlich eine hohe Partizipation sich wünscht, ne, wo man sagt, Mensch, da sind Meetings, die sind wichtig, wir wollen, dass da möglichst viele teilnehmen. Also ich denke zum Beispiel auch an so einen IT-Steuerkreis. Man sagt, ich will nicht sagen, dass man sich da immer online treffen soll, aber ich will sagen, es sollte die Möglichkeit geben, dass sich auch Leute online dazuschalten können. Also ich habe das auch schätzen gelernt, dass man sagt, Mensch, heute ist IT-Steuerkreis, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Zeit, weil ich genau davor eine Lehrveranstaltung habe und dann kann ich aber dann trotzdem schnell dazukommen und ich müsste ja sonst zum Westerberg oder wohin fahren. Das wäre für mich gar nicht möglich. Und da wir auch so verteilt sind mit den Fakultäten, ist es durchaus, denke ich, auch in solchen Sachen eine Option, das zumindest anzubieten, auch in Zukunft. Und ich glaube, das wird auch so sein. Also es wird einfach nachgefragt werden. Ja, und Von dann mir sind auf jeden wir Fall. genau, und dann sind wir ja genau bei diesen hybriden Szenarios, dass man also nicht nur auch bei den Meetings, bei den Veranstaltungen, ich glaube, best of both worlds, das ist das, was man irgendwie jetzt hinkriegen muss. Und das ist natürlich auch nochmal eine neue Herausforderung, ne? Also so ein Meeting, wo man alle verstehen soll, aber auch noch online dabei sein soll, ist schon nochmal eine größere Herausforderung, als den Laptop aufzuklappen und Zoom anzustellen. Darum gibt es ja auch gerade ein Projekt zum Thema Hörsaal der Zukunft, ne? Weil das ja nochmal gerade auch technische Anforderungen hat. Ja? Wie stelle ich beispielsweise, wenn ich eine Gruppe von Studierenden habe, die, sage ich mal, außerhalb des Hörsaals ist, wie stelle ich die innerhalb des Hörsaals dar, falls es auch eine Gruppenzusammenarbeit oder Gruppendiskussion geben soll? Wie mache ich es mit der ganzen Audiotechnik? Wie positioniere ich die Kameras? Was für ein Setting habe ich da? Also ich glaube, das ist schon nochmal eine spannende Herausforderung. Ne? Ich glaube aber auch, es ist lösbar. Also es ist jetzt nicht so, also ich denke, da muss man sich intensiv Gedanken drüber machen, aber es kann nicht eine Hürde sein Nein, nee, eigentlich. Also es ist sollte es nicht. Nee. ja, sollte es nicht. Es gibt die Ja, aber Technik, wenn. wir müssen es nur entsprechend richtig umsetzen. Ja, genau. Aber wenn du dir unsere Hörsäle heute anguckst, die Ja, sind noch nicht darauf das, nee, vorbereitet. Ne? heute nicht, das stimmt. Ja. Ich denke an unseren HR, der ist, die Kameras, die sind aus einer anderen Zeit, würde ich mal sagen. So, die sind wirklich nicht zu gebrauchen. Aber Okay. da wird sich was ändern, hoffentlich, ja. Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, Ja, eine Dreiviertelstunde um. Ne? ich denke, wir belassen es mal dabei. Spannende Diskussion, die wir sicher weiterführen werden. Wie gesagt, immer gerne auch mit Gästen. Also wenn jemand sich berufen fühlt, einfach auch ein bisschen die Erfahrung zu teilen. Wir wollen immer möglichst divers hier diskutieren, auch vielleicht ganz andere Meinungen mal hören. Vielleicht haben wir auch sogar mal jemanden, der sagt, das ganze Online-Zeug aus bestimmten Gründen halte ich das für nicht sinnvoll. Wäre natürlich auch interessant, darüber zu diskutieren. Also wir sind offen. Meldet euch einfach, wenn jemand Lust hat, hier mal dabei zu sein mit irgendwelchen Themen, die hierzu passen. Laden wir euch gerne ein. Gut, dann euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.